Mein Name ist Jan Konefke. Ich lese Ihnen aus dem Roman Die Zanzer-Memoiren die frühesten Erinnerungen des Schrumpfkopfs an seine bewusstlose Zeit im Dschungel und das Erwachen seines Ichs im Haus des ersten Besitzers. Nichts weiter als innerer Frieden und Feuchtigkeit. Ein Teppich, der bis zur entferntesten Grenze reicht, diesem abwechselnd gelben und lackroten Streifen. In Sonne und Wasser Dunst flimmernde Baumwipfel. Es ist der schwarze Wollball mit dolchscharfem Schnabel, der aus der Vergangenheit wischt und mir krabbelndes Leben aus Haaren und Falten hackt. Echsen, die sich mit erhobenem Kopf und halboffenem Maul von der Hitze durchrinnen lassen. Ein Tier, das sich an einen Zweig krallt, wo es seine sperrigen Lederhautschirme zusammenklappt. Ein atmender Moosklumpen an seinem Ast, dem ein Guss seine sprießenden Fellalgen auffrischt. Es melden sich wieder in mir die bei nachtklarer Finsternis flammenden Myriaden von Sonnen, orangene Riesen und sandbraune Zwerge. Erinnern sich wieder in mir die am Schacht schwarzen Himmel verbrennenden Sternschnuppenschauer und tausende Kugeln, die feurig zur Erde fielen. Und es melden sich wieder die anschwellenden Tierstimmen, wenn schlagartig Dunkelheit einkehrte. Aus dem endlosen Wald, der sich vor mir erstreckte, stieg als erstes das tosende Grollen eines Raubtiers auf, dem das Geschrei seines Beutetiers folgte. Bald war es Bellen, bald Schmatzen und Seufzen, das in Wellen aus dem Dickicht zu mir an die Klippe drang. Und das Tier mit dem faltigen blauschwarzen Bartgesicht, das an ellenlangem Schwanz in der Baumkrone hing, ahmte mit seiner Trommel im Kehlkopf das Grollen und Schreien und Trompeten der anderen nach. Wo ich meinen Wachtraum verbrachte, war roter Stein, zeitweise mit moosigen Flechten bewachsen. Es war eine Mulde im Fels, die mir Schutz bot. Bei Gewitter und Wolkenbruch lief sie mit Wasser voll, das mir zur Nase, wenn nicht bis zum Haaransatz reichte. Es wiegte mich von einer Seite zur anderen, ohne mich in die Tiefe zu schwemmen, die sich vor mir auftat. Das Wasser verdunstete wieder in sengender und meine Lederhaut trocknender Sonne. Nichts als Feuchtigkeit, Frieden und Seelenruhe. Bis zu dem Tag, der mein Schicksal besiegelte und mit dem meine Geschichte beginnt. Es ist eine Erinnerung schattenhaft und verwischt, mehr eine Schwingung, die sich in mir meldet, an Stimmen, die vom Wald hoch zu mir an den Felsen drangen, anders beschaffene Stimmen, als die mir vertrauten, nicht schnatternd, nicht kreischend, nicht gellend, nicht keckernd. Selbst dem rotbraunen Pelztier mit blauschwarzem Bartgesicht, das an ellenlangem Schwanz im Lapacho-Baum hing und das sonst alles nachahmte, schienen diese Stimmen in der Tiefe zu unheimlich, um sie trotz seiner Echolust zu imitieren. Was sich als Erinnerung anschließt, ist klarer. Bei Dunkelheit schwebe ich in einem Zimmer mit schmiedeeisern verschlungen, vergitterten Fenstern. Geckos kleben an Mauern und Decke und Nachtfalter flattern um eine Gestalt, die mit kratzender Feder bei Kerzenschein schreibt. Eine Erinnerung aus diesem Zimmer bei Tage. Mir steht der vor Hitze erzitternde Innenhof mit seinem Brunnen in der Mitte vor Augen. Um seine Schale weht hauchfeiner Dunst und er sprengt diamantweiße Perlen in die Luft. An drei Seiten des Hofs mit seinem Pflaster aus weißem, von Schuhen und Fersen poliertem Naturstein verlief eine Holzgalerie. Auf dem Arkadengang wippte der Schwefeltyrann, der bei Sonnenaufgang seinen Morgengruß schmetterte aus voller Kehle mit goldener Brust, falls das Holzdach nicht gerade vor Sittichen wimmelte oder Schwalbengeschwader im Himmelsloch flitzten. In dieser Anfangszeit sind es Gestalten und Namen, die in mich einwandern, bis ich sie wiedererkennen kann. Der entscheidende Name ist der Don Franciscos, der mir wiederholt alle Tage zu Ohren kommt. Don Francisco Ramirez, der mit mir das Zimmer teilt, wenn er ein Schreiben aufsetzen muss oder Besuch bekommt. Er hat fleischige Wangen, ein Kinn, weich und vorstehend und Lippen, die beides sind, schmal und korallenrot. Der zweite entscheidende Name ist der eines Tiers, das nicht anders als ich Teil des Schreibzimmers ist. Es wippt unweit vom Lesepult auf einer Stange, heißt Kajo und ist ein Regenwaldpapagei. Dieser Ader, der mich bis zum Schluss nicht beachtet, kann sprechen. Und seine besondere Leidenschaft ist es, sich mit Don Francisco zu streiten. Dauernd kommt es im Zimmer zu Krach und Krawall. Der am Schreibtisch Papiere studierende oder bekritzelnde Mann zischt und schimpft mit dem Kajo,
der mit ohrenzerreißendem Kreischen erwidert und ganz außer sich um seine Stange rotiert. Nux missima missima arax uxutul u. Zwei weitere Wesen im Haus sind Julieta, die Franciscos korallenrote Lippen geerbt hat, und vor allem Pepito, das kleinere Kind, seines Vaters Carino und Chiquitito, dem er von den Lippen abliest, was sein Herz begehrt. Pepito, das Kind, hat nichts lieber als Tiere, weshalb sie im Haushalt zu Unmengen vorkommen. Ein Jungesel von zwergenartiger Rasse mit silbrigem Fell, willig, zutraulich, anschmiegsam, auf dem er den Brunnen umrundet. Oder es zwitschert und chilpt, pfeift und trillert, als aus in den Llanos und am Orinoco verstreuten Missionen Vogellieferungen eintreffen. Exemplare von aufsehenerregender Pracht, purpurrot, aprikosenorange und aurikelgelb. Nichts kann das Engelchen heiterer stimmen als die von Don Francisco erworbenen Affen, die das Haus Tag und Nacht auf den Kopf stellen. Sie stehlen Schuhwerk und Leibbinden, Schleier und Haarteile, die sie an entlegensten Stellen verstecken. Sie setzen sich Don Franciscos vom Zambo entleerten und mit einem Palmenblatt gereinigten Nachttopf auf, springen verbotenerweise ins Schreibzimmer, verwirren seine Papiere, beschmieren sie mit roter Tinte, die aus dem Tintenfass fließt, das sie umkippen. Einer der Affen, das Kind nennt das Tier El Pequeño, der Kleine, ist auffallend scheu. Nie vergreift er sich an Don Franciscos Papieren oder fegt seine Landkartenrollen aus dem Schrank. Wenn die anderen um Schreibtisch und Lesepult springen und den Blauader an seinen Schwanzfedern ziehen, hangelt der Kleine sich zu mir ans Lesepult, wickelt den Schwanz um sich, kreuzt seine Arme, als friere er und mustert mich mit einer Mischung aus Neugier und Mitleid. Ich erinnere das in verschwommener Ferne. El Pequeño hockt vor mir und mustert mich eindringlich. Oh, es dauert, bis ich seine Aufmerksamkeit und Beklommenheit auf mich beziehen kann. Ich kann Bewegungen erkennen, Gestalten und Dinge, und mit der Zeit werden Stimmen und Namen vertrauter. Ich weiß, wer Pepito und wer Don Francisco ist, zwei Namen, die in mir ein Echo erzeugen, bis es zu einer unklaren ersten Empfindung wird, als sei es ein Lufthauch, der lau um die Haut streicht. Man kann sagen, ich bin ein erkennender Spiegel, und kein Spiegel bezieht, was er spiegelt, auf sich. Mir geht es nicht anders beim Schreibzimmerspiegel mit feuervergoldetem Bronzerahmen an der Wand, wenn ich an windigen Tagen weit ausschwinge und ein zottiger, faustgroßer Schrumpfkopf erscheint, ist das eine Entdeckung, die mich nicht beeindruckt. Ich bemerke nichts als einen pendelnden Gegenstand. Und bis er zu mir wird, vergeht eine Ewigkeit.